So, willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar ist es Punch Club. Es ist ein Indie-Game und das ist genau nach meiner Manier, sage ich mal. Es ist, glaube ich, heute rausgekommen. Also es war so, dass die Entwickler von dem Spiel eine Aktion gemacht haben über Twitch TV, also wo Spiele gestreamt werden, und sobald Twitch TV oder jemand von Twitch TV das einmal durchgespielt hat, das Spiel in der Beta-Version, dann wird das Spiel released. Und heute ist es released. Ich habe es jetzt zweimal gespielt in der Version 1.0.0, jetzt haben wir die Version 1.0.3. Jetzt ist es im Late Game ein bisschen schwieriger geworden. Ich hatte vor, jetzt so eine Art Speedrun rauszumachen, dass ich das unter 100 Tagen schaffe. Die meisten brauchen 250 bis 400 Tage. Und beim zweiten Mal durchspielen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie groß damit beschäftigt hätte, habe ich 106 Tage gebraucht. Und ich denke mal, unter 100 schafft man das auf jeden Fall. Aber jetzt ist es halt schwieriger geworden. Im Late Game braucht man auf jeden Fall dann bestimmt nochmal 30 bis 50 Tage. Aber schauen wir doch einfach mal. Ja, das Spiel selber ist ein RPG. Also eine Mischung aus RPG und Simulation. Hier sind meine anderen beiden Charaktere noch. Das ist hier der zweite Charakter, obwohl er jetzt im ersten Slot drin ist. Da habe ich schon viel weniger Ausdauer hier gebraucht. Also es ist eine Mischung aus RPG und Sim-Simulation oder Micro-Management. Man hat halt einen Charakter. Er ist ein Boxer oder Fighter, Kickboxer kann man auch sagen. Und wir können den halt trainieren, hochleveln. Hier sieht man 280 Tage beim ersten Mal und 206 Tage beim zweiten Mal. Wir haben hier Stärke, Agilität bzw. Geschick und Ausdauer. Wir können die halt ja im Fitnessstudio trainieren und können gegen andere Kämpfer halt antreten, müssen Geld verdienen, halt einen Job haben. Wir haben ein Haus, schlafen, essen und so weiter. Das ist also wie ja so ein Tamagotchi oder Sim und gleichzeitig halt ein RPG, und das liebe ich einfach total. So, dann stellen wir mal direkt den neuen Charakter. Ja, einfach mal einen mega schlechten Namen. Okay, der ist zu schlecht. Ich nenne mich einfach trotzdem wieder Rager. Weil das mein Standardname ist. So, das ist die Story. Die Story ist auch ganz cool, aber nicht so komplex und nicht so vordergründig. Bam. Und da wurde er gekillt, der Vater. Dramatisch. Jetzt trainieren wir natürlich fleißig, um herauszufinden, wer ihn umgebracht hat, und ja, ihn eventuell sogar zu rächen. So, und hier starten wir in unserer Bude. Ist aber eigentlich ganz cool hier. Direkt mal Telefon. Schläfst du noch? Schon am vollen Hintern vom Sofa und geht zur Arbeit. Wie wäre das? Keine Lust. Mir kommt kein Cent mehr. Such dir einen Job. Keine Zeit. Ich muss trainieren und frühstücken. Okay, lieber trainieren. Gut, machen wir mal hier. Das ist so ein bisschen Tutorial am Anfang. Sollte ein paar Liegestütze machen. Alles klar. So, wie ihr seht, ist das im Retro-Stil halt gehalten. So 80er, 90er Jahre mäßig. Jetzt haben wir Hunger. Hier ist so ein A-Team-Wagen, ist auch ganz lustig oder ganz cool. Ein paar Poster, also ich mag die Grafik einfach sehr und auch den Ton. Ich glaube, das ist ein bisschen zu leise. So ist vielleicht ganz gut. Und jetzt hat er Hunger. Und er ernährt sich auch nicht wirklich gesund. Also er hat ja Limo und Tiefkühlpizza und später kommt noch Fleisch zu. Jetzt suchen wir uns einen Job.
So, hier haben wir jetzt Karte, Kampfliga, Charakterinformation, Talentbaum und Story. Also ein paar sagen, dass der Talentbaum ziemlich tiefgründig wäre, also ziemlich deep, relativ komplex. Ich finde ihn mega simpel. Ja, man hat hier so ein paar Sachen. Und hier ist dann schon ein Ende, beziehungsweise ab hier, Weg des irgendwas Schildkröte, Tigers, des Bären, können wir die jeweiligen freischalten. Wir können nur einen freischalten. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen. Aber wirklich viel finde ich das jetzt nicht, muss ich sagen. Also gibt es tiefere Talentbäume, sage ich mal so. Gut, wir gehen zur Arbeit. Das ist sozusagen die World Map oder halt Town Map. Und das ist rundenbasiert halt, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte. Hier haben wir dann oben die Zeit stehen. Und wir brauchen halt, um zu reisen, halt eine gewisse Zeit. Außer wir fahren mit dem Bus. Da haben wir am Anfang aber noch nicht genug Geld für. Also sollte man lieber für was anderes nutzen, das Geld. Und hier oben, das sind die, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall kann man das für den Talentbaum anwenden. Die verdienen wir, indem wir Kämpfe gewinnen. So, wir gehen erstmal zu Fuß. Und hier haben wir direkt unseren ersten Fight. Der ist einfach so einprogrammiert, der kommt immer beim ersten Mal. Die wollen uns jetzt ausrauben. Niemals. Ich weiß nicht, ob die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten jetzt einen Einfluss haben. Also danach kommt so ein Typ und der sagt uns dann entweder, wir sind ein Hungerhaken oder wir haben schnelle Beine oder sowas. Und das definiert uns schon so ein bisschen. Und ich würde ganz gerne in der Charakterentwicklung auf Geschick gehen. Was ich das eigentlich ziemlich cool finde. Aber da kann ich dann später noch ein bisschen zu. Ich habe bisher immer gemacht, niemals Kämpfe. Und hat dann trotzdem die Message bekommen, so schnelle Beine, obwohl wir gar nicht hier das Laufwerk angeklickt haben. Klar doch, und hier sind meine Schuhe. Das würde ich in Real Life wahrscheinlich so machen. Weil Leute, die dich ausrauben wollen, die haben es auch, sage ich mal, nötig irgendwo, das zu tun. Ja, denen geht es wahrscheinlich nicht gut, sage ich mal. Und naja, wozu soll ich Schuhe haben? Also egal. Trotzdem mache ich jetzt für das Spiel jetzt niemals kämpfen. Das ist jetzt hier die Büroklammer von Microsoft, die man kennt von der Office. Also sind schon ganz lustige, wie soll man es nennen, Anekdoten nicht, aber ganz, ganz coole Sachen dabei, die man so kennt einfach. Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Also damit steigern wir noch keine Talente oder kaufen die, sondern hier können wir jetzt auswählen von den Talenten, die wir bereits haben. Und das ist erstmal nur Schlag und Tritt. Und die können wir jetzt hier in die aktiven Talente reinsetzen. Zwei Slots sind aktiviert. Wir können die anderen drei Slots natürlich im Laufe der Zeit freischalten mit Punkten. Hier haben wir noch so einen extra Slot. Das ist halt die Taktik. Die ist momentan ausgewogen. Das ist noch nicht so komplex. Da gibt es ja nicht so viele verschiedene. Gut. Hier, das ist die Ausdauer oder Energie. Wird bei Treffern verbraucht. Und bei Schlag und Tritt, das steht jetzt hier gerade komischerweise nicht dabei, normalerweise steht das dabei. Stand sonst immer dabei in der vorigen Version, wie viel Ausdauer es kostet, so einen Tritt oder Schlag auszuführen. Also getroffen werden und selber treffen oder halt schlagen, kostet Ausdauer. Und hier hast du die Lebensanzeige und wir sehen, er hat doppelt so viel Leben, Stärke, Geschick, Ausdauer, alles eins und er ist schon richtig trainiert. Aber es ist wie gesagt vorprogrammiert, dass dieser Kampf immer kommt als erstes. Ja. Und vielleicht erzähle ich zu viel, keine Ahnung. Er haut uns in seinem Knüppel einfach einmal weg. Wir hauen so oder schlagen die ganze Zeit gegen ihm mit so ein, zwei Schaden. Der macht nichts, nimmt sein Stecher raus, haut uns kaputt. Nicht lustig. Ja, hier sieht man halt so einen Graphen von verschiedenen Sachen, aber das finde ich jetzt nicht so interessant. Oder halt, das ist nicht so wichtig, finde ich. Kann man auch beherzt ignorieren. Ich sollte hätte trainieren. Das ist gerade ein ersten Kampf gewonnen. Ja, das ist auch irgendwie ein Fehler. Das kommt auch immer, wo wir den nicht gewonnen haben. Ich habe dich kämpfen sehen, das war beeindruckend. Wie ich weggelatzt wurde. Ich hatte schon immer einen guten rechten Haken. In der Schule nannten sie mich früher Wiesel. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, bin aber sehr flink. Gut, das konnte ich in der vorherigen Version nicht auswählen. Da hat er automatisch gesagt, was ich jetzt für ein Typ bin. Und hier können wir jetzt auswählen. Das heißt,
sehr flink und dünn. Ich glaube, das ist Technik, weil man mit Technik hier sehr gut ausweichen kann. Das passt zu flink. Und Wiesel, die können, glaube ich, schnell rennen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das wäre ja vielleicht Ausdauer. Ja, ich hätte schon meinen guten rechten Haken, klar, ist Stärken. Ich mache jetzt mal flink. Du bist nicht wirklich zäh, aber du bist wirklich schnell. Junge Haken. Scheinverbrissig kann sich von den Füßen fegen, aber du wirst nie stark sein, aber du bist schnell. Alleine mehr Schaden, aber weiche häufiger aus. Gut, dann haben wir diesmal das Richtige zumindest. In meinem letzten Run war ich dann eher der Ausdauer-Typ. Mach dich frisch und komm dann in meinem Büro vorbei. Dann halten wir uns. Alles klar. Triff Mick. Das wäre toll, wenn du Arpo in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist noch nicht angekommen. Klar, die ganzen Kampfsport, die brauchen natürlich Fleisch. Das heißt, ich glaube, ich esse erstmal was. Dann kann man nämlich gleich schon trainieren gehen. Erstmal eine Pizza noch reinhauen. Ja, die Limo haben wir auch noch rein. Alles, was wir haben. Dann gehen wir in den Supermarkt. Zu Fuß. Triff Apu, bla bla. Erinnert mich an Simpsons irgendwie. Gut, Fleischlieferung, Quest erledigt sozusagen. Jetzt können wir ja verschiedene Sachen kaufen. Fleisch, Energy Drink, Limonade, Tiefkühlpizza. Energy Drink wird später relativ essentiell. Da müssen wir nicht mal schlafen, verbraucht man also weniger Zeit. Weil wenn eine Runde oder ein Tag um ist, dann werden unsere Skills, gehen die wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wir müssen wieder mehr trainieren. Und wenn wir die Energy Drinks nehmen, das war's auch zu Musik gerade, der Typ da draußen. Müssen wir nicht mehr schlafen und dann kommen wir schneller voran mit unserem Training insgesamt. So wie im echten Leben natürlich. Und noch ein bisschen später. Das ist noch interessant. Auf jeden Fall, Limo lohnt sich nicht, in Tiefkühlpizza relativ selten. Die ist halt günstiger als Fleisch, also doppelt so günstig und gibt dafür genauso viele Lebenspunkte zurück. Das heißt, wenn wir mal wenig Lebenspunkte haben, aber direkt wieder kämpfen wollen, ohne uns ausruhen zu müssen, damit wir Geld sparen können, haben wir einfach Tiefkühlpizzen rein, weil es günstiger ist als Fleisch. Aber generell ist Fleisch am effizientesten in Bezug auf den Hunger, sage ich mal. Deswegen kaufen wir uns jetzt eins davon. Gehen zum Mixbüro zu Fuß. So. Großes Potenzial. Ich kann hier einen Champion machen. Langer Weg. Du musst die ersten Schritte tun. Fortwährend betreibt eine Muckibude. Wenn du gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Die Amateurliga. Aha, ja. Hier zur Silvers Turnhalle. Da kannst du trainieren, wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause zu trainieren. Ja, wir können zu Hause bisher nur Liegestütze machen. Wir können uns aber auch später was an Equipment kaufen. Wenn du knapper Kasper bist, komm hier vorbei und ich gebe dir was zu essen. Gut, das brauchen wir momentan noch nicht. Das macht er dreimal, dass er uns hilft, uns kostenlos Essen zu geben. So. Mick hat gesagt, ich will mit dir trainieren. Hey, ich bin Mick. Der hat mit Boxen nichts mehr zu tun, dachte er. Okay. Ich bin Silver, du kannst... Ah, ich habe mich gerade verlesen, sorry. Naja, egal. Mick hat dir bestimmt von unserer Anfängerliga erzählt. Amateurliga, ja. Du kannst gerne mitmachen. Machen wir auch sofort. Neues Questziel ist 5. Platz erreichen. Du siehst aus, als könntest du kämpfen. Du musst auf einen Übungskampf. Wir losen sowieso ab mit unseren... Also nein. Du hast nicht nur schlechte Laune, du bist auch noch in schlechter Verfassung. Du kannst ja trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mick kennst, bekommst du einen Rabatt. Ja, wahrscheinlich kriegen wir doch keinen. Die Klammer mit ihren Drogenaugen. Du kannst dich für einen Ligakampf anmelden. Was siehst du im Game? Naja, machen wir auch direkt. Weil der nächste, der in der Liga ist, der hat auch nur eins jeweils. Und wir können uns hier hoch trainieren. Oh, Server Punches. Das ist jetzt ein anderer. Also in der vorherigen Version war er hier der Beste mit seinen Stats 5, 6, 8. Jetzt haben wir 2, 9, 5. Ist vielleicht schon ein bisschen herausfordernder und er hat auch 4 verschiedene Talente und 3 Vorteile. Kann man uns aber später mal angucken. Das finde ich gut, weil ich fand das bisher zu einfach. Wobei viele irgendwie sagen, ja, der Talentbaum ist total komplex und das Spiel ist total schwierig, ich finde das einfach.
muss ich sagen. Besonders in der vorherigen Version, wo es noch diesen. Ja, da konnte man einfach grinden die ganze Zeit und. Weiß ich nicht. Zumindest im Late Game war das ziemlich einfach. So, wie gesagt, wir brauchen Geschicklichkeit und dann nehmen wir den Punching Ball für. Wir haben ja verschiedene Geräte im Fitnessstudio. Ich finde ziemlich cool, dass die hier den Reif mit dem Hammer haben. Das finde ich eine richtig geile Ganzkörperübung. Und das trainiert dann logischerweise auch die alle drei verschiedene Sachen. Nach einer gewissen Zeit hat er halt keinen Bock mehr, eine gewisse Sache zu trainieren. Dann gehen wir zum nächsten über. Dann nehmen wir Springseil. Wenn er da keinen Bock mehr drauf hat, gehen wir ein bisschen auf ein Laufband, weil es das zweitwichtigste Stat hier, oder der zweitwichtigste Stat, die Ausdauer, erhöht die Energieregeneration. Weil sonst hauen die uns einfach ziemlich schnell um und wir können einfach nicht mehr effizient schlagen, wenn wir keine Ausdauer mehr haben. So ist unser Geschick schon auf den dritten. Das heißt, wir besiegen den auf jeden Fall in der Liga, die erst in 2 Tagen ist. Gut, dann machen wir jetzt Springseil. Gehen dann nach Hause, kriegen wir wahrscheinlich einen Anruf. Und es macht keinen Sinn, alle drei zu trainieren gleichzeitig. Man sollte sich schon spezialisieren, besonders weil, wie man es jetzt sieht, wenn eine Runde oder ein Tag um ist, dann gehen unsere Stats teilweise zurück. Und je höher wir sind, desto mehr verlieren wir auch wieder. Also wir haben jetzt zum Beispiel 27 verloren für Geschick, aber 200 trainiert. Später wird die Diskrepanz viel kleiner sein. So. Weiter Seilchen springen. So, das habe ich erstmal eigentlich genug erzählt für die Anfangssachen. Kniebeuge können wir hier schön machen. Ach, Hunger hat er. Gibt es auch einen Automaten, Fressautomaten, aber das ist zu teuer. Ja, Schokoriegel, Energy Drink, Proteinriegel. Aber falls wir zu müde sind oder Hunger haben, es macht selten Sinn. Manchmal macht es Sinn, das zu benutzen, aber eigentlich ziemlich selten. Kein Anruf, okay. Gut, wir haben uns ein Fleisch gekauft, ziehen uns das eben rein. Und jetzt haben wir das Problem, wir können nicht mehr in die Gym, weil wir kein Geld mehr haben. Brauchen wir aber eh nicht, wir besiegen den sowieso, den Kämpfer. Und was wir jetzt machen, damit wir Geld kriegen, ist natürlich arbeiten. Gehen wir auch zu Fuß hin. So, kriegen $50, wenn er fertig ist. Das Coole ist, dass der auch Ausdauer und Kraft gewinnt dadurch. Ah, das Arbeiten wird schneller mittlerweile. Durch die neue Version, das finde ich auch cool. So, im Prinzip könnten wir, und es lohnt sich nicht wegen unserer Energie noch länger zu arbeiten, das wird der sowieso nicht abschließen. Deswegen gehen wir zum Supermarkt, holen uns 2 Fleisch. Zack, zack. Und falsch, gehen dann pennen. Dann können wir nochmal trainieren und dann ist auch schon der Kampf. Also ich penne es nur bis zur Hälfte, mehr bringt, aber mehr braucht man nicht momentan. Vielleicht kriegen wir die Geschicklichkeit noch auf 4. So, heute ist der Kampf schon. Mal beides reinhauen. Zack. Na, jetzt hätte ich auch eigentlich schon Geld dafür aufwenden können, um mit dem Bus zu fahren. Weil wir $5 sowieso extra haben. Heute ist der Kampf schon. Den Rest des Tages wollen wir noch trainieren. Ob wir das noch auf 4 kriegen, könnte sein. Aber zumindest kriegen wir die Ausdauer noch auf 2. Und gewinnen tun wir so oder so. Nice. Ja, kriegen wir noch auf 4. Ja, die Ausdauer auf 2 zu bringen lohnt sich nicht. Braucht man nicht. Ich trainiere lieber noch eine Sache, die mit die Geschicklichkeit trainiert, weil wir eigentlich nur fast nur Geschick brauchen. Und später werde ich sowieso im Talentbaum was entwickeln, womit die Ausdauer sowieso nie unter 4 fallen kann. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich gar nicht mehr trainieren. Und wir trainieren die immer sowieso automatisch mit dem Springseil mit und das reicht dann im Prinzip. Das Problem ist, wir müssen eigentlich immer so ein Zirkeltraining machen, weil wenn wir nur Springseil machen und danach wieder zum Punching Ball zurückgehen, hat er immer noch keinen Bock drauf
und trainiert dann nur so ein bisschen Punching Ball. Das ist ineffektiv. Wir müssen noch eine dritte Übung mit reinbringen. Also entweder Laufband oder eine Ganzkörperübung, wo alles drei trainiert wird. Ich werde wahrscheinlich die Ganzkörperübung machen, obwohl er Stärke trainiert. Aber die Stärke können wir auch einmal auf 4 bringen und dann durch den Talentbaum auch auf 4 lassen. Und bis zum Endgame brauchen wir nie mehr als 4 Stärke. Aber ich finde das halt ganz cool, sonst müssten wir die immer auf 4 trainieren. Und das wird zu viel Zeit kosten. Aber das überlege ich mir nochmal, ob ich das überhaupt mache. So, wir kämpfen aber erstmal. Unser erster richtiger Fight. Gut, wir haben deutlich mehr Geschick. Ich finde das ein bisschen blöd bei der neuen Version, dass die Stats nicht dabei stehen. Wenn jetzt die erste Runde zu Ende ist, zeige ich euch das nochmal. Da fehlt auch noch was anderes. Und zwar die Stats von den Kämpfern an sich fehlen auch noch. Also was die für eine Blockchance haben zum Beispiel und für eine Treffsicherheit, Energiegeneration. Das steht eigentlich hier rechts daneben. Naja, vielleicht wollten die das einfacher gestalten für ja eine größere Spielermasse, sag ich mal. Das kann sein, aber ich find's schade. Ich fand das sehr wichtig sogar. Zack, Alter, haut uns kaputt. Ja, am Anfang so ohne Skills bringt Geschicklichkeit noch nicht so viel, muss ich sagen. Aber wir könnten trotzdem noch gewinnen. Weil eigentlich müssten wir deutlich öfter treffen und gleichzeitig mehr ausweichen als er. Aber sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Ist halt ein bisschen Zufallsfaktor halt noch dabei. Na, haben wir gleich. Eine Runde wahrscheinlich noch KO. Er hat bisher Schlag und Block. Blocken ist eine Ausdauerfähigkeit. Wir machen eher Ausweichen. Finde ich auch effizienter. Auch im Real Life einfach ausweichen. Kostet nicht so viel Energie. Aber muss man halt gucken, je nachdem, was man selber cooler findet. Dann glaube ich, dass was richtiger ist für einen. So, jetzt haben wir 3 Talentpunkte gewonnen. Minus 40 Gesundheit und 60 Freude, weil uns das Spaß gemacht hat, ihn dann zu vermöbeln. Gut. Du hast genug Talentpunkte, um ein neues Talent oder einen neuen Vorteil freizuschalten. Also eben Talente und Vorteile. Vorteile sind einfach Passivtalente. Das siehst du, ja, genau. Machen wir jetzt mal ausgewogene Taktik, Trittschlaghammer. Ausweichen wäre ganz cool, weil das nämlich geschickabhängig ist und da sind wir ziemlich gut drin. Blocken ist halt wie gesagt Ausdauer. Hier steht es zumindest da. Ne, steht auch nicht dabei, nur die Anforderung. Also hier steht jetzt auch nicht dabei, wie effektiv die Tritte oder Schläge sind. Hier haben wir jetzt stattdessen einfach nur diese 3 verschiedenen Lichter da eingefügt. Also Kinnhaken heißt es halt relativ stark. Ich weiß gar nicht, ob doch, das heißt das, glaube ich. Naja, ich find's schade, aber. Naja, vielleicht ändern die es ja nochmal. So, wir lernen dann ausweichen. Taktisches Lernen müssen wir machen, sonst kommen wir hier nicht weiter im Talentbaum. Und dann haben wir auch keine Punkte mehr. Ah, nee, ich habe mich einfach vertan. Wir müssen einfach das taktische Lernen freischalten. Dann steht's dabei. Cool. Ja, das ist cool. Das finde ich cool. Wir melden uns natürlich direkt wieder an. Unser nächster Gegner. Also es ist eigentlich nicht unser nächster Gegner, nur der nächste in der Reihenfolge. Ist aber meistens kommt unser Gegner. Der hat 2-1-2. Wir müssen Kohle verdienen. Das machen wir auch sofort. Ist hier ein Tag vorbei. Aber ich meine, das wird ein bisschen schneller gehen als in der vorherigen Version. Kohle verdienen. Ja, die 50 Dollar, die schaffen wir noch, glaube ich. Gerade so eben, ja. Komm schon. Ja, 8% Energie ist, glaube ich, so das Niedrigste. Ja, Fleisch können wir auch noch holen. Und 10 Dollar brauchen wir halt für den Eintritt in die Muckibude, weil wir bisher nur die Geschütze zu Hause machen können. Telefon!
Hallo? Ich habe es mit dem Kampf angefangen, ganz gut. Ich habe meinen als Kampf von Putin lassen. Danke, Frank. Gut, schauen wir mal rein. Ich kenne das natürlich schon. Versuche nicht in allen drei Werten hohe Werte zu erreichen. Wähle einen Weg und bohre den Kampf entsprechend aus. Erhöht den Schaden deiner Treffer, erhöht deine Treffsicherheit und Ausweichen, erhöht Energieregeneration und unsere Lebenspunkte auch. Du verlierst jeden Tag Werte. Es ist schwierig und teuer, sie jederzeit hochzuhalten. Versuch einfach am Tag eines Kampfes in bester Form zu sein. Richtig. Hohe Stärke teilt hohen Schaden aus, verbraucht mit jedem Treffer aber auch viel Energie. Also die meinen damit, ist sie aber nicht. Die Energie meine ich nicht, sondern die Ausdauerenergie. Für eine Generation deine Ausdauer zu trainieren, ja. Mit hohem Schaden, die kein hohes Geschick benötigen, also bei Stärketraining. Dritte Ausweichen am Tempel, die hohes Geschick benötigen, sind nicht effektiv. Gut, wir machen Geschick, genau, wenn du geschickt genug bist, kannst du schwierige Tritte ausführen und gegnerische Angriffe ausweichen. Das heißt, unsere Treffsicherheit ist auch viel größer und können dann sozusagen schneller draufballern auf den Gegner. Und dadurch verliert der Gegner auch Ausdauer und dann hauen wir ihn schneller um, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Weiche Angriffe aus, meine kraftbedingte Angriffe, ja, und Schadensaufnahmen. Wie du siehst, sind Talente sehr wichtig. Ich versuche immer neue Talente zu lernen. Frage deine Lehrer und habe einen Langzeitplan für deine Charakterentwicklung. Gelernte Talente. Versuche nicht deine Werke zu stärken, weil du große Zahlen machst. Trainiere nur gezielt, wenn du es musst. Denk daran, kämpfen soll Spaß machen. Das Bild dazu passt natürlich. Gut, essen. Ach, schlafen so auch. Zack. Ich schlafe immer nur so bis zur Hälfte, weil wir weniger und noch ein Tag vorbei weniger Energie verlieren als Essen durch Training. Das muss nicht unbedingt realistisch sein, aber hier ist es so. Ja, und jetzt trainieren wir einfach weiter. Deswegen wäre es Zeitverschwendung, länger zu schlafen. Punching Ball erstmal wieder. Der dürfte jetzt eigentlich wieder Bock drauf haben, weil jetzt eh ein anderer Tag ist. Das sieht man daran, dass der, dass die Kugeln komplett ausgefüllt sind. Und ich dachte, beim ersten Spielen, wenn die Kugeln abfangen abzunehmen, von der Fülle, dass einfach weniger effektiv trainiert wird, aber ist gar nicht so, da ist einfach nur weniger Bock drauf. Jetzt passiert's. Dann hatte ich vorher immer aufgehört, als es gekommen ist, aber muss eigentlich gar nicht sein. So, wir schicken schon noch 5, das ist sehr gut. Training, 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 jetzt bist du fitter als je zuvor, du siehst sogar besser als ich aus. ja, das war ein Achievement, auf etwas auf 5 zu trainieren. Jetzt hat er keinen Bock mehr drauf. Kriegen wir sogar wahrscheinlich auf 6. Könnte sogar gut sein. Aber auch so hätte ich schon gerne auf 2 mindestens. Man müsste nur eigentlich schaffen. So, plus 20 Ausdauer. Jetzt haben wir sogar mal mehr Ausdauer trainiert, als wir verloren haben. Das ist auch sehr schön. Das macht danach aber trotzdem das Ganzkörpertraining. Vielleicht kriegen wir die Stärke sogar auch auf 2, obwohl er kann bis heute. Das wird nicht funktionieren. Was mache ich jetzt? Ja, Geschick kriegen wir auch nicht auf 6. Ja, ich mach's trotzdem mal hier ganz Training, weil ich einfach Geschick haben will. Möglichst schnell, möglichst hohes Geschick-Level. Weil wir können so nicht mehr so viel trainieren, wenn wir müde sind. Wie man hier jetzt sieht, sind jetzt Energie und Essen nahezu gleich auf. Also, eine Essensbar entspricht einer halben Energiebar beim, oder fürs Training. So, wir haben jetzt wahrscheinlich eh nichts mehr zu essen. Ich weiß es gar nicht mehr.
Deswegen müssen wir jetzt erstmal mehr arbeiten, können wir auch nicht. Deswegen, weil wir auch nicht keine Energie haben, deswegen müssen wir jetzt zum Nick, damit er uns Essen gibt. Wir sind da schon auf 2. Ich fahr mal einfach mal mit dem Bus ausnahmsweise. So, hier ist dein Essen. Wir können uns ein bisschen ausruhen, ja, hier müssen wir zu Fuß gehen, kostet 4 Dollar. Ein bisschen ausruhen, da können wir noch ein bisschen trainieren. So, ja, hier hat man nichts mehr, genau. Ah, passt genau vom Geld her. Oh, ich bin dumm. Kostet ja 10 nochmal Eintritt. Das heißt, wir müssen zurück und können eigentlich noch Liegestütze machen. Aber der Tag ist ja eh gleich vorbei. Ja, ich war gerade nur verwirrt, weil hier keine Ausrufezeichen waren. Ich dachte, der Tag wäre schon vorbei. Dann geht das Ausrufezeichen weg, aber es geht halt auch weg, wenn man einmal drauf geklickt hat. Stärke 2 kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Das ist aber auch nicht wichtig. So, so unnötig. So, kurz vorher aufhören. Das war knapp. 2-1-2. Ja, jetzt stehen hier die ganzen Stats. Das habe ich leider schon kämpfen geklickt. Aus Reflex. Weil ich beim letzten Durchgang einfach so viel gegrindet habe, dass ich die ganze Zeit immer noch auf Kämpfen geklickt habe, dann Spiel minimiert, im Internet gesurft, bis der Kampf vorbei war, dann wieder Kämpfen geklickt die ganze Zeit. Das ging dann 1-2 Stunden so. Oh, der haut ganz schön rein. Okay, weil der schon 4 Skills hat. Der hat Ausweichen schon. Immer Ausweichen ja auch. Ich bin doof. So, 1-2. So, unten steht dann, ich kann leider nicht mit der Maus drauf, sonst geht es wieder weg. Unten stehen die Energiekosten, die es kostet, also die Ausdauerkosten, da haben wir jetzt 1. Und je stärker wir sind, glaube ich, desto mehr kostet es auch in Ausdauer. Wenn ich das richtig sehe. Dafür ist dann aber auch der, ja, die Stärke von dem Tritt stärker. Also multipliziert sich hier, wie gesagt, auch 3 plus 0,3 Stärke. Wenn wir jetzt 3 Stärke hätten, wäre der Angriff jetzt 4. Aber es würde auch 3 an Energiekosten kosten. Deswegen ist es gut, dass wir die Stärke nicht hochleveln. Gut, der Schlag, der hat weniger Stärke, wird aber mehr mit ansteigender Stärke multipliziert. Das heißt, hätten wir jetzt 3 Stärke, wäre der Schlag 3. Oder hätten wir jetzt, sagen wir, 4 Stärke, wäre der Schlag eigentlich schon 4 fast. Und ja, würde aber auch 4 kosten, also Schlag immer schlechter und immer ausreichend dafür. Ja, die Energiekosten hängen auch wieder von der Stärke ab. Gut, so müssten wir eigentlich jetzt mehr reinhauen, weil wir eigentlich ziemlich gut ausreichen müssten, ja. Ja, schade. Dann müssen wir auch seine Ausdauer mal runterkriegen, weil wenn die leer ist, dann hauen wir ihn einfach um und machen mega viel Damage mit einem Schlag oder Tritt. Ich glaube, dann mache ich auch gleich mal eine Aufnahmepause. Schon. Okay. Also hier haben beide Abwehr von 2,6. Beide Energieregeneration von 8, weil wir halt beide Ausdauer 2 haben. Aber er hat eine Genauigkeit von 0,6 und wir schon von fast 2, also dreimal so viel Genauigkeit. Und ausreicht natürlich dann auch. Nice. Aber wir müssen das eigentlich hinkriegen. Aber wir schlagen halt auch viel mehr oder treten viel mehr, weil wir schneller sind durch mehr Geschick. Schon ganz guter Gegner. Und ich hoffe, dass wir das komplett alles in einem runterleiern können, die Amateurliga. Dass wir also keinen Tag dazwischen Pause haben, dass wir uns also immer gleich anmelden und immer gewinnen. Das wäre schon ganz genial. Habe ich in den letzten beiden, glaube ich, nicht geschafft.
beim ersten Versuch ja sowieso nicht. So, er hat wenig Energie, jetzt haben wir ihn direkt umgehauen. Aber er hat ja eh nicht mehr so viel Gesundheit. 4 Talentpunkte. Nice, haben wir auch kein Geld gekriegt, deswegen müssen wir zum Mick, um uns Essen zu holen, damit wir dann arbeiten können. So, direkt anmelden. Jetzt sind wir sogar 2 höher. 2 Ränge, 3, 2, 2, dann machen wir auch fertig. Würden wir sogar jetzt schon fertig machen. Gut. Hoher Schlag, tiefer Tritt, hoher Tritt. Ich würde ganz gerne hoher Schlag machen, weil dann können wir nämlich aktives Talent machen, wobei wir das auch mit hohen Tritten machen können. Tiefer Tritt wäre aber ganz gut, weil das nämlich Geschicklichkeitsgedöns ist. Und Angriff überspringen ist auch ziemlich nützlich. Kann man unsere Energie regenerieren. Schwacher Treffer, der ziemlich Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Aber der ist ziemlich essentiell, den benutze ich am meisten. Also im ganzen Let's Play eigentlich. Ja, weil er halt Ding, weil das halt ein Techniktritt ist. So, wir brauchen auf jeden Fall den oberen Talentbaum auch, deswegen brauchen wir auch den hohen Tritt. Ist dann die Frage, was wir zuerst machen. Der hat dann schon deutlich mehr Schaden. Kostet aber trotzdem nur 2 Energie. Ich würde ganz gerne den Dauerläufer trainieren auch. Das kann ich aber auch später machen, deswegen muss ich auch den hohen Schlag nehmen, also alles 3 nehmen. Weil durch den Dauerläufer kann unsere Ausdauer nicht unter 4 sinken. Das heißt, wir müssen das nicht trainieren und trotzdem sinkt das nicht mehr auf 1 runter oder 2 oder 3. Und wir brauchen auch erstmal nicht mehr als 4. Muskelgedächtnis mache ich später irgendwann. Kann ich gerade eh nicht machen irgendwie. Ja, brauchen wir 3 Stärke für. Fall nicht hin ist natürlich das gleiche für Geschick, aber das trainieren wir sowieso immer, deswegen brauchen wir es nicht. Und hoher Rückhand brauchen wir auch noch nicht. Der Reißesser wäre ganz gut, da können wir effektiver unser Geschick trainieren. Ist aber auch nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Deswegen kann ich eigentlich erstmal auf den Dauerläufer gehen. Und dann mache ich den tiefen Tritt. Ich mache mal den tiefen Tritt. Ich bin mir unsicher. Ja, da wir doch nicht so viel Ausdauer haben, ist der glaube ich besser. Der braucht nämlich nur 1 Energie. Und der 2. Der hat aber 2 hat man so viel Schaden. Aber wir gehen dann sowieso auf Ausweichen. Ich mache den tiefen Tritt. So. Jetzt gehe ich mal kurz zum Mixbüro. Hol unser Essen ab. Ja, ein bisschen spiele ich noch. Dann gehen wir arbeiten. Hoffentlich kriegen wir einmal hin. Sonst wäre es ziemlich doof. Kriegen wir nicht hin, scheiße. Das kostet jetzt viel Zeit. Hin und zurück nehme ich jeweils 3 Stunden. Da müssen wir nämlich erstmal pennen. Aber erst klingt das Telefon, aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Bis dann, ciao. Und da sind wir auch schon zurück mit Punch Club. Und wir müssen pennen. Ja, zur Hälfte ungefähr. Oder bis die Essensbar da leer ist. Weiter pennt er sowieso nicht, dann wacht er einfach mit Hunger auf. Jo. Haben wir denn überhaupt noch was? Oh. Dann müssen wir jetzt ein letztes Mal zum Mick und uns das deutlich merken. So, jetzt sind wir auch schon bei Ausdauer wieder auf 1. Und uns merken, dass es uns jetzt wirklich nichts mehr gibt, dass wir jetzt wirklich immer genug Kohle haben für Arbeiten. Das ist wirklich essentiell. Genug Kohle verarbeiten, das macht keinen Sinn. Ja, genug Kohle haben, damit wir Essen holen können, damit wir wiederum genug arbeiten können und so weiter. Ungefähr so.
Nein, nicht zur Muckibude, zum Supermarkt. Kämpfe sind morgen. Ah, sind wir auf Ausdauer wieder hoch durch das Arbeiten einfach. Cool. So. Ja, ich verkrieg mich immer. $2, ne. Am Anfang mache ich das noch nicht so intensiv. Ein bisschen müssen wir noch pennen. Weil die Hälfte voll haben. Ja, so ist gut. Ich muss noch ein bisschen pennen, weil sonst lohnt sich das Essen. Ich muss das Essen auf. Komm, ich klicke schon die ganze Zeit weg, aber ja, steht einfach nicht auf. Naja. Ist auch ein bisschen blöd manchmal. Ist er nicht sofort reagiert. Gut, dann müssen wir jetzt den restlichen Tag trainieren. Ich zahle aber trotzdem kein Geld für Bus. So. Kannst du mir kurz helfen? Ach ja, genau. Er gibt uns einen Tipp mit dem Ultimate Fights. Können wir im Prinzip auch noch an diesem Tag hin. Die Ultimate Fights sind eigentlich so ähnlich, nur wir kriegen Geld dafür. Und wenn wir verlieren, brechen wir uns irgendwas oder ganz viele Sachen. Bisher habe ich aber noch nie verloren beim Ultimate Fight. Wir helfen kurz beim Bankdrücken. Wie flattern da drauf? Also man sieht eigentlich hier nur zwei Scheiben. Vielleicht eine 20er, eine 15er, 40, 50, 60. Ja, es wären nur 90 Kilo, das müssten schon mehr sein. Ultimate Fights. Ich verstehe nicht Ultimate Fights. Ja, ein bisschen Kohl kriegt man da. Das werden wir auf jeden Fall machen. Da müssen wir nicht mal arbeiten. Aber wir waren jetzt, glaube ich, erst zweimal arbeiten. Und das ist ziemlich cool. Ausdauer mache ich auf jeden Fall heute noch auf 2 auch. Ja, mal gucken, wie weit wir mit der mit dem Geschick kommen. Trainieren, trainieren, trainieren! Ja, das passt. Da kriegen wir natürlich nicht auf 6, aber ich muss nicht aufhören, bevor ich zum Lauftraining übergehe oder zum Seilchenspringen. Wird doch ein bisschen knapp. Auf jeden Fall noch gerne Ausdauer 2 haben. Das hier natürlich auch nur blau. Cool. Scheiße, ich kriege kein Ausdauer 2. Wenn ich jetzt nämlich nochmal anfange, ist der Tag vorbei. Ich guck mal kurz rein. Könnte schwierig werden. Das ist jetzt Risiko. Ah, das 111, gut, haben wir gewonnen. Wenn das so ist, also es ist nicht immer der in der höheren Rangliste der nächste Gegner. Der muss irgendwann wahrscheinlich, glaube ich, der nächste Gegner irgendwann mal Gegner sein, damit man einen Rang höher kommt, aber man kommt ja nicht mit jedem Kampf automatisch einen Rang höher. Deswegen kämpft man auch gegen andere. Sieht ziemlich gut aus. Einfach immer weiter drauf. Spätestens in der dritten Runde ist er down. Da ist er down. Ja, in dieser Runde schaffen wir ihn nicht mehr. Erstmal Amerika farmen. Komm schon, mach ihn fertig. Ein Schaden. Mach doch mal mehr. Komm schon, schaffen wir diese Runde noch. Ja, nice. Win. Fein. Okay, was passiert jetzt? Achso. Hey du, da Großer. Ich bin Roy, der Kampf der
Der Kampf war klasse, wirklich, richtig klasse, Großer. Weißt du, was groß gewinnen ist? Ich habe gerade groß an deinen Kampf gewonnen, Großer. Groß, groß, groß. Und ich will dir danken, lass uns einen trinken gehen, ich lade dich ein. Ich sollte nach so einem Kampf wirklich Dampf ablassen, warum nicht? Ein Freund, Roy ist ein netter Kerl, ihr könnt wirklich Freunde werden, er ist wirklich ganz cool. Klasse, gehen wir. Nach zwei oder drei Runden gehst du in den Hinterhof, um etwas Luft zu schnaben, nicht wahr? Was, ja, hallo. Ja, ja. Einfach, hier müssen wir 5 Kämpfe machen. Und dann kriegen wir irgendeinen Bonus. Können wir zwischendurch eigentlich mal immer machen, weil das kostet keine Zeit eigentlich. Und wir kriegen sogar Talentpunkte. Ah, ich hätte erstmal ein Talent-Tree-Update. Oh, scheiße. 3-3. Fuck. Mit Geschick 5 müssen wir es eigentlich rocken können. Einfach oft treffen, oft ausweichen. Vielleicht seine Ausdauerenergie noch runterhauen. Wenn er uns trifft, dann ist das halt schon heavy, aber das passiert ja nicht oft. Ja, wir kriegen einfach seine Ausdauer runter, da bringen ihm seine 5 Fähigkeiten auch nichts. Ausweichen und blocken hat er natürlich, oh Mann. Ja, das können wir schaffen. Ist aber spannend. Boah, er trifft ziemlich oft. Bevor er seine Ausdauer verliert, ist die nächste Runde. Das ist natürlich doof für uns. Und hat halt auch viel höhere Ausdauer als wir. Und regeneriert ihn halt auch schneller. Komm, jetzt mach mal Volltreffer vor die Runde. Ja, nice. Vor der vierten Runde noch. Gut, jetzt haben wir Gleichstand fast mit den Lebenspunkten und wir haben ihn auf jeden Fall kaputt. Jetzt ist er mit seiner Ausdauer einfach am Ende. Durch unser Ausweichen, weil seine Schläge kosten die ganze Zeit Ausdauer. Ja. Haben wir nochmal down gehabt. Und jetzt haben wir ihn gleich nochmal down. Zack. Ah, gab noch 4 Runden, da er weniger Leben hat, haben wir automatisch gewonnen dadurch. Das hatte ich bisher, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich deswegen gewonnen habe. Na cool, erstmal Talentpunkte. Wir müssen immer irgendwie ein bisschen warten, bis wir es noch machen können. Hier ist ein alter runzliger Burger drin, ich nehme einfach mal mit. Obwohl ich nicht weiß, was es bringt. Anmelden. Wir sind noch ein Rang höher. Ja, und jetzt gehen wir auf jeden Fall hier hinten. Wir zahlen die 5 Dollar, weil ich nicht will, dass der nächste Tag wird. Obwohl er es trotzdem ein bisschen abgezogen hat, habe ich gerade gesehen. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die, was ich schneller zu Ende haben werde. Die Ultimate Fates oder die normalen. Es gibt dann irgendwann 2 geteilte Storylines. Je nachdem, wofür man, ja, was man schneller fertig hat und wo man dann halt sich danach für entscheidet. Ah, ist heute schon. Ich glaube, heute mache ich das noch nicht mit Ausdauer 1 und Stärke 1. Dann verletzen wir uns noch böse. Das heißt, wenn wir uns verletzen, dann können wir einfach nur nicht so gut Beine trainieren, glaube ich. Also wäre man Risiko wert, vielleicht. Was können wir denn hier machen? Hoher Schlag und nicht, weil das Ausdauer 2 braucht. Das wäre jetzt ganz cool gewesen, wenn man das und gleichzeitig das noch an diesem Tag hätte freischalten können. Durch Ausdauer 2. Aber das haben wir jetzt nicht. Wir können Angriff über Springen machen, aber es bringt uns nichts, wenn wir nur 2 Talente haben. Ich könnte hohen Tritt schon mal machen. Und wir kriegen dann Talentpunkte, wenn wir gewinnen, dann kann ich hoher Schlag und aktives Talent gleichzeitig machen. Ich mach mal hohen Tritt. Schon mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Ultimate Fight schon machen soll. Ich mach einfach mal. 3-3-4. Ja, der macht uns, glaube ich, fertig.
deutlich bessere Energiegeneration, aber wir haben mehr als zweimal bessere Genauigkeit, aber da steckt ziemlich viel ein. Dreifach so hohe Abwehr. Na, vierfach fast. Eins, drei. Tritt. Der Tritt hat 1, 2, der hat 2, 5. Den hätte er letztes Mal schon nutzen können. Damit kann ich ihm Geschick und Ausdauer nehmen. Na, ich bin mal gespannt. Der hat fast doppelt so viel Leben wie mir. Oh. Er ist natürlich komplett auf Geschick. Man, der hat so eine gute Ausdauerregeneration, ich weiß nicht. Ja, er macht das, glaube ich, fertig. Ich glaube, im letzten Run habe ich keinen einzigen Kampf verloren gehabt. Jetzt leider schon. Ich bin mal gespannt, wie weit uns das zurückwirft. Ich wollte gerade sagen, er hat aber fast keine Ausdauer mehr, aber jetzt die nächste Runde. Boah. Er hat aber jetzt keine Ausdauer mehr. Das heißt, wir könnten ihn dauerhaft downsmashen. Vielleicht sollte ich noch einen besseren Kick dann anwenden in der nächsten Runde. Und auch noch mehr Schaden machen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es wird trotzdem nicht reichen. Boah, ne. Wenn er einmal zuschlägt, ich mach mal den hohen. Ja. Nice. Ich letzte Runde schon machen sollen. Boah, 6 Schaden hier. Wenn uns noch 2 bis 3 mal trifft, sind wir down. Komm, hau ihn kaputt, hau ihn raus. Ja. Ist das spannend? Nein! Darf uns gar nicht mehr treffen. Fuck, mir ist 28 Ausdauer wieder. Bitte triff uns nicht. Geil, komm schon. Das können wir schaffen. Ja, wie geil. Alter, oh, wie ein Schwein. 3 Lebenspunkten, erstmal 40 Dollar. Wir müssen auch nicht mehr arbeiten. Jetzt noch Talentpunkte. Das spart uns ordentlich Zeit. Boah, wie geil. Storyline ein bisschen. Mysteriös. Ein rotes Laserauge. Mann in Schwarz. Hat auf der Insel Wettkämpfe. Hat sich uns also angeschaut und lädt aber nur Meister ein. Da muss ich schon Meister werden, ja, genau, richtig. Was ist hier bereit für die Herausforderung? Du musst dich in der Ultimate League beweisen. Erreiche die gelbe Zone, hast du auch schon ein Weilchen. Erstmal Talente. So, dann haben wir jetzt ein aktives Talent mehr, können also 3 verschiedene machen. In 3 Tagen jeweils die 9 Fights. So, dann können wir uns Essen kaufen. Ich glaube, ich fahre mal ab und zu mit dem Bus schon. Ich hole nur ein Essen, damit wir noch trainieren können. Obwohl es in 3 Tagen, wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal arbeiten zwischendurch. Aber 3 Essen wird. Das könnte gerade so reichen, aber ich glaube nicht. Naja, egal, müssen wir ausprobieren. Zack. So, ich glaube, ich penne mal ein bisschen, dann esse ich noch einmal und dann können wir trainieren. Na, ich kann nicht essen, das wäre Verschwendung.
Andererseits ist es nicht so viel Verschwendung, weil können wir trainieren und haben die 10 Dollar mehr ausgenutzt. Also normalerweise sollte er auf 50% oder 55% sein, der Hunger. Das ist auf 61, ja, okay. Machen wir mal. Passt schon. So. Mit dem Bus. Obwohl wir nur eine Stunde gewesen. So, 6-2 schaffen wir auf jeden Fall diesmal. Nur noch drei